Was geht, meine Freundin? Herzlich willkommen auf dem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Einen wundervollen Donnerstag wünsche ich euch. Wir bewegen uns langsam aber sicher wieder Richtung Wochenende. Und heute werden wir mal direkt hier einsteigen, um ja, den Hof 1 zu organisieren, zu bespielen, herzurichten, dass wir sozusagen hier in dieses Let's Test gehen können am zweiten Originalhof hier auf der Schellenborg-Karte. Das Ganze wird auch wieder ein Let's Test sein. Ich hole einfach jetzt gerne diejenigen ab, die das noch nicht kennen, die noch nicht wissen, wie das mit so einem Let's Test abläuft. Deswegen ganz gut Ohren spitzen. Wir werden hier so gut es geht keine Mods verwenden. Wir werden so gut es geht Standard spielen. Die einzigen Mods, die ich drin habe, ist die, wo ich hier für meine Konsole sozusagen alle vorbereitet habe. Bedeutet diese ganzen Realismusgeschichten und so weiter und so fort, die ich benötige, weil ich einfach nicht hier nochmal immer wieder meine Konsole neu bestücken möchte. Das sind so die Ausgangssituationen. Wir werden es so gut es geht im Spielverlauf sozusagen das Ganze testen. Es kann aber trotzdem sein, dass ich mir hier und da mal das Easy Dev Tool hernehme, mal ganz kurz einen Trigger auffülle. Auch kann es gut sein, dass ich mal im Off hier und da einen Trigger befülle, weil es macht na klar keinen Sinn, dass ich da 5 oder 10 Stunden lang ein Feld beacker für das, dass ich eigentlich nur wissen will, kann ich es in Silo einfügen oder nicht. Das so by the way. Zu Beginn habe ich direkt gesehen, ich will es bloß gleich erwähnen, nicht, dass ihr mir das schreibt. Ich sehe hier direkt schon das erste Problem. Der Randstein muss ein bisschen weiter rein in das Ganze. Und dann machen wir nämlich das Ganze wie folgt. Entweder wir löschen sofort oder nennen wir es mal optimieren das gleich während dem Video. Oder wir notieren uns einfach Randstein am Spawnpunkt. Und dann mache ich das sozusagen im Off. Also wenn es da irgendwas zu zeigen gibt, na, dass ich jetzt hier dieses Objekt ein bisschen weiter rüber schiebe, ich denke, das ist jetzt nicht so relevant und interessant. Aber wenn es gewisse Dinge gibt, wo vielleicht der eine oder andere auch was draus lernen kann, dann werden wir das Ganze machen. Wir sind hier na klar auf einem größeren Hof und wie gesagt, es wird jetzt mal so ein kleines Einleitungsvideo. Wir schauen uns das so ein bisschen an, was es hier gibt. Nicht alles, ihr werdet es so nach und nach auf jeden Fall feststellen. Und dann werden wir hier auch jetzt gemeinsam so ein bisschen den Hof einrichten. Aktuell ist es so, dass der Hof Eberhard der Starthof ist, also der kleine. Ihr könnt aber bei Null anfangen und euch sozusagen das Gelände kaufen und dann habt ihr den Hof zur Verfügung. Es ist dann so, dass die PDA soweit fertig ist, im Großen und Ganzen. Ich habe hier mal noch hier ein bisschen die B30 eingefügt. Ich habe auch hier mal die Straßennamen noch so ein bisschen eingefügt, dass das Ganze so einen kleinen Hauch von Google Maps bekommt an der Stelle. Ich sehe hier, ich muss noch ein paar Feldnummern zentrieren. Das notieren wir uns auch gleich nochmal. Feldnummern mittig. Und so gehe ich das halt Stück für Stück durch. Klar, normalerweise mache ich das im Off und so weiter. Aber es ist doch immer wieder interessant für den einen oder anderen, hier mir so ein bisschen über die Schulter zu schauen. Gut, dann würde ich sagen, wir setzen uns mal gemeinsam hier den Spawnpunkt. Und klar, wir werden hier auf jeden Fall eine Nummer größer spielen an der Stelle. Wir haben ja oben den kleinen Fend genommen. Ich würde schon sagen, dass wir hier Richtung 7,28, okay, den haben wir hier nicht, aber den 7,24 mit reinnehmen. Na klar, so ein paar Spielereien dürfen gerne immer mit. Wir haben hier auch Kennzeichen, ne? Ravensburg an der Stelle. Wir kaufen uns gleich mal den hier. Wir werden auf jeden Fall einen Teleskoplader. Brauchen wir einen Teleskoplader? Ja, brauchen wir. Einen Teleskoplader werden wir nehmen. Da ist es eigentlich relativ egal, welchen. Wir gehen mal wieder auf den Skorpion. Er kriegt natürlich dann dazu einen Ballenspieß. Dann brauchen wir eine Kippschaufel. Und dann vielleicht für den Mist rausnehmen.
Hier müsst ihr natürlich selber das Ganze auch selber ausmisten, by the way. Gut, heißt, wir haben sozusagen mal unsere Fahrzeuge, was wir so brauchen. Der Unterschied würde jetzt sein, hier ist es so, wir werden hier über einen Futtermischer gehen. Da gibt es nämlich direkt dann gleich ein Highlight sozusagen. Ja, komm, wir nehmen mal den Kuhn. Es darf gar nicht größer sein. Wir haben hier so rund 200 Rinder. Es passen hier, wenn wir mal ganz kurz in den Stall gehen. Und da spoilere ich direkt mal. Guck mal hier. Oh, da sehen wir noch einen Baum. Der Baum muss ein bisschen weiter rüber. Wir haben hier einen Heukran, der tatsächlich auch funktioniert. Das werden wir uns aber dann alles so nach und nach anschauen. Wir haben hier auf der rechten Seite den Stall mit Auslauf, ne, wo die Viecher, na klar, raus können. Da müsst ihr einfach hier dann das Ganze wieder zumachen. Hier fährt man dann klar durch, weil es zu den Mistplatten rüber geht und zum Güllelager. Wir haben aber hier tatsächlich einen Auslauf hier raus. Ich werde dann euch bei Gelegenheit mal das Pendant, also die realen Bilder, präsentieren. Anhand, wie es hier im Original aussieht. Und wir haben hier auf der linken Seite noch einen Stall und das ist sozusagen der Rudolf, das ist tatsächlich auch ein Rudolf-Hörmann-Stall, allerdings so ein bisschen customized, auch Originalgebäude vom lieben Barney, Grüße gehen raus an der Stelle, Schätzele, die Gebäude wieder vom Barney gebaut. Na, wir haben auch hier auf dieser Hälfte noch einen Stall und ich mag diesen Kontrast von hier alt, ein bisschen eng und so weiter und dann aber hier drüben offen und hoch. Das hat einen schönen Kontrast und ist, wie gesagt, ein Original-Nachbau. Und hier, das Schöne ist auch, wenn man Google Maps zum Beispiel anschaut, man sieht einen richtig schönen Generationenhof, der sich Stück für Stück erweitert hat. Hier durch und dann der neue. Das ist richtig, richtig cool. Und ist bestimmt auch ein schönes Highlight und ich hoffe, ihr habt daran auch Spaß zum Spielen. Gut, heißt, wir haben jetzt den Futtermischer soweit. Wir werden auf jeden Fall einmal die Silos testen müssen. Dazu brauchen wir auf jeden Fall irgendeinen Kipper. Und ich würde gerne mal einen Abschieber nehmen. Das ist mir mittlerweile tatsächlich sogar am liebsten. Denn dann musst du nicht immer auf die Höhe achten. Wir müssen Ballen pressen, weil wir haben hier auf jeden Fall ein Ballenlager vorhanden. Und wie gesagt, wir gehen hier auf jeden Fall eine Nummer größer rein in die Geschichte. So, was haben wir noch? Diverses muss ich auch immer mal wieder reingucken. Wir haben Manure, das werden wir uns dann aber bei Gelegenheit spawnen. Das ist auch so ein Punkt, ne? Wenn mir währenddessen irgendetwas einfällt. Weil wir haben im Hof Eberhard den Fahrzeughandel sozusagen getestet und abgehakt. Das läuft soweit. Bedeutet hier, jetzt würde ich mir dann einfach was spawnen lassen, wo das Ganze dann einfach ein bisschen ja, schneller macht in der Geschichte. Wir haben hier nicht ganz so vieles kleines Mikromanagement, weil hier ist es halt, es ist ein schöner Kontrast. Ich glaube, wir reden heute ein bisschen viel, ne? Aber es ist ein schöner Kontrast. Wir haben den Hof Eberhard mit kleinem Hof, eng, kleinem Mikromanagement, kleinen Feldern. Und hier drüben das Pendant, die große Geschichte, großer Stall, große Silos. Na, ihr seht ja hier, wir haben, glaube ich, 7 Stück sogar an der Zahl. Da ist richtig was zu tun. Drüben arbeitest du mehr am Hof, hier mehr auf dem Feld. Deswegen glaube ich, wird es auch ganz, ganz cool. Und ich hoffe, na klar, dass hier der ein oder andere sich zurechtfindet und auch seinem Spielstil da irgendwie etwas abtun kann. Wir haben hier noch einen kleinen Hofladen. Da brauchen wir aber großartig nichts. Ich gehe jetzt bloß gerade Stück für Stück durch. Wir haben hier drin die Werkstatt. Da haben wir nämlich hier oben auch im Ballenlager noch zusätzlich, wo eingereiht wird. Hier unten sind dann die Kälber. Wir könnten eigentlich uns mal so nach und nach schon mal die Kälber herholen. Jetzt muss ich gerade schauen, jetzt bin ich hier runter. Ist da keine Colli drin? Nein. Ist aber auch nicht zwangsläufig notwendig. Wenn das nachher zur Performance beiträgt, wäre es vielleicht auch nicht ganz so verkehrt. Okay, also, wir haben hier die Kälber. Da kriegt er 10 Stück rein. Die nehmen wir auch mal ganz. Kälber
Consoleros, aktueller Stand nicht möglich. Wisst ihr ja, wie es läuft. Jedoch könnt ihr halt hier eure Forsen oder so. Gibt es dann? Ich weiß gar nicht, was für Kategorien es dann gibt. Ich habe es schon lange nicht mehr drin gehabt. Dann habt ihr hier in Original, da sind eigentlich die Forsen drin. Und auch hier könnt ihr 10 Stück reintun. Jetzt muss ich gerade gucken. Forse, Kuh, Kalb, männlich, weiblich. Dann packen wir hier die Forsen rein. So, und dann gehen wir hier rüber. Und ich würde halt hier wirklich voll Gas reingehen in die Geschichte. Damit wir halt auch ordentlich was sehen. Heißt, ihr habt pro Seite 100 Stück. Würde ich jetzt mal direkt 60 kaufen, damit man auf jeden Fall das sieht, was da geboten ist. Wir haben hier einmal 60 Stück, und zwar die weiblichen. Wir gehen einfach auf Milchviehbetrieb, würde ich mal sagen. Und hier drüben auch, ihr seht schon, da oben laufen sie schon. Und dann haben wir hier noch die Kühe, 60 Stück. Ebenso werde ich mir na klar auch Geld zucheaten, ne? Das ist auch vollkommen klar, glaube ich. Kurz zwischendurch speichern, sicher ist sicher. So. Jetzt ist es so, wir haben jetzt 9 Uhr. Ich glaube, die Weide müsste jetzt dann gleich umschalten. Wenn wir jetzt schon mal vorspulen, das ist zum Beispiel auch so ein Ding hier am Hof, das ist ganz cool. Um 10 Uhr müsste das jetzt, glaube ich, umschalten. Beim ersten Mal, wenn ihr noch vor 9 Uhr Kühe kauft, genau, dann schaltet es um 9 Uhr um. Ihr habt gesehen, jetzt hat sich die Foliage geändert, und wenn wir dann ins Tiermenü reinschauen, dann werdet ihr feststellen, wir haben hier Pferdehof, Ballenverkauf. Okay, das müssen wir auf jeden Fall noch ändern, sehe ich. Wir haben hier jetzt die Weide, das sind die großen Kühe auf der Weide. Und somit Farsen, Kuku. Was mich gerade ein bisschen verwirrt. Also wir haben hier auf jeden Fall das Feed, wo das Futter, wo von der Weide runtergeholt wird. Was mich gerade so ein bisschen stutzig macht, ist, warum der innere Stall, der hat aber keine Foliage. Außer ich habe noch die Foliage Area irgendwo falsch liegen. Das kann da klar auch sein. Die soll da klar dann nicht rein. Also da seht ihr, der Hof hier hat es auf jeden Fall ein bisschen in sich. Da werden wir auf jeden Fall ein bisschen länger testen müssen. Das ist jetzt so, die hier haben ja keinen Auslauf. Bedeutet, ich muss hier schauen, dass auf jeden Fall die Foliage Area nicht auf einer Weide liegt. Weil sonst kriege ich da Probleme. Das kann gut sein, dass sie da irgendwo da draußen liegt. Das notieren wir uns gleich mal. Kühe ohne Weide. Animal Grazing. Löschen. Das haben wir auf jeden Fall schon mal. Dann müssen wir die im Tiermenü die Namensgebung müssen wir noch anpassen. Weil das hier macht na klar keinen Sinn. Pferdehof, Ballenverkauf. Da muss ich mir dann noch gute Namen einfallen lassen. Wir haben auf jeden Fall Pferdeweide. Pferdeweide, ja moin. Kühe Weide, Kühe ohne Weide. Dann wird das hier drüben auf jeden Fall der Kälberstall werden. Das hier, hier sind in der Original die Kälber drin. Und wir haben dann hier Jungtier. Ich nenne es einfach mal Jungtier. Dann sollte man das, glaube ich, soweit ganz gut zuordnen können. Gut. Was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Standard. Anhänger, würde ich sagen. Ach Quatsch, Anhänger, einen Ladewagen. Damit wir auch das Gras, das Heu etc. reinholen können. Ja, ich glaube, was haben wir denn oben gehabt? Wir haben den hier mit 16 Kubik. Dann können wir hier auf jeden Fall, würde ich mal sagen, den Shootemaker nehmen. So, und wir werden sicherlich auch in den ersten Grasschnitt gehen. Somit können wir hier. Aber wir haben es ja gelernt auf der Hof Bergmann. Wir gehen nicht auf die Samhash, sondern in dem Fall würde ich sogar sagen, dass wir die Nova Cut nehmen, weil die hat ja auch noch gleich die Schwartablage dazu.
und ist von der PS-Zahl her, glaube ich, auch ganz human. Wir sind hier irgendwo bei 240 PS, glaube ich, wenn ich es richtig gerechnet habe. Und hier drüben wären wir halt bei 330 PS. Genau, und das ist halt schon ein Unterschied. Somit haben wir das soweit auch schon mal parat. Falls jemand wissen will, wie sich das Ganze nennt, Delivery, Store Delivery heißt die Mod, beziehungsweise auf Deutsch Filiallieferung. Somit kann ich mir hier einen Punkt setzen und das Ganze hierher platzieren. Gut, dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein Güllefass, weil ich denke, da werden wir ganz schnell ganz viel Gülle bekommen. Güllefass. Da kam vor kurzem vom Maxer das Fass. Das wäre na klar ideal. Aber wir gehen auf Standard. Lass mal schauen. Mit einer Arbeitsbreite von 15 Meter. Der hat 15 Kubik, 18 Kubik. Nehmen wir den 18 Kubik diesmal. Da müsste ja Manure auch funktionieren, denn es ist ja eine Standard-Mod. Somit sollte das soweit auch passen. Das heißt, wir tun Main. Wir wollen nicht schwadern oder das Ganze wenden, denn wir haben ja hier auch eine Heutrocknung drin. Den Baum müssen wir auf jeden Fall noch rausnehmen. Hier haben wir eine Heutrocknung rein. Ihr packt hier das Gras rein. Das wird über die Hofheizung hier hinten dann getrocknet. Da könnt ihr na klar Hackschnitzel oder auch Pellets, diese Dinge reinpacken. Und dann kriegt ihr vorne dann Heu raus. Gut, ich weiß, ihr könntet jetzt noch eine Weile zuhören und den ganzen Hof so Schritt für Schritt begehen. Das werden wir uns aber gemeinsam Stück für Stück im Let's Test anschauen und werden uns dann die Fehler mal zur Brust nehmen und hoffen, dass sie so schnell wie möglich eliminiert sind. In dem Sinn würde ich mich sehr freuen, wenn er auch auf diesem Hof tatkräftig wieder am Start wird. Ich würde mich sehr freuen über ein Like auf das Video. Abo kostet euch wie immer nichts und supportet mich. Und in dem Sinn wünsche ich euch schon mal einen schönen Donnerstag. Lasst es euch gut gehen. Bis dann, euer Yogi.